Hallo, guten Tag oder einfach wie wir im hohen Norden zu sagen pflegen, moin oder auch wenn wir geschwätzig sind, moin moin. Ja, viele von Ihnen kennen mich schon. Mein Name ist Jos van Aken, so nenne ich mich zumindest, wenn ich mit Kameras unterwegs bin, sei es die Fotokamera, die Spiegelreflex oder eben auch vermehrt jetzt das Smartphone, damit kann man nämlich prima Videos drehen, eigentlich. Ich habe so ein relativ simples, auch nicht mehr ganz neues iPhone Plus. Damit kann ich alles machen, was ich möchte. Vor allen Dingen, ich habe ein wunderbares Programm dazu, Filmic Pro nennt sich das. Und damit kann man schon ganz schöne Sachen zaubern. Die Einstellmöglichkeiten sind vielfach. Und manchmal vielleicht sogar zu viel. Das Problem, was wir alle oder fast alle bisher nicht lösen konnten, war, an so ein Smartphone ein vernünftiges Mikrofon zu montieren, mit dem man einigermaßen vertretbare, anständige Videos machen konnte. Naja, nun gibt es seit einiger Zeit, gibt es sie vor allen Dingen auch drahtlos. Es gibt auch welche mit Draht, die gar nicht schlecht sind, die sehr gut sind sogar. Aber eben auch drahtlose. Das läuft dann meistens über Kapitän Blauzahn, Bluetooth. Und ist nicht übel. Das ist ein schöner Übertragungsweg. Man kann sogar mit den Dingern, ich sag's gleich, auch mal die einem Objekt unserer Begierde, unserer idiotischen Begierde irgendwo an den Pullover klemmen und der kann sich weiter weg von der Kamera bewegen und man bekommt trotzdem einen super klaren Ton. Klasse. Ja, aber die Dinger haben auch ihre Macken. Es gibt welche, ach, da kann man mehrere zusammenflanschen und tolle Interviews machen und so weiter und so fort. Aber die kosten immer noch so, naja, so um die 200 Euro, die etwas besseren. Seit einigen Monaten, im Grunde genommen seit Anfang dieses Jahres, gibt es jetzt etwas, das ganz Tolles, wurde mir immer wieder gesagt, von der Werbung, auf die komme ich gleich noch. Das nennt sich Smart Mic Plus, also ist der schlaue Michael Plus übersetzt. Naja, mein Englisch. Smart Mic Plus, Smart Mic Plus wahrscheinlich. Genauso wie mein iPhone ja nicht iPhone 8 Plus heißt, sondern iPhone 8 Plus. Naja, unsere Anglizismen, unsere Geliebten. Wie dem auch sei, ich habe lange gezögert, mir dieses Teil, hier seht ihr es, mit einem Puschel, auf den komme ich später noch, an meinem T-Shirt Kragen und das überträgt jetzt munter mein Gerede in das iPhone und ja, synchronisiert sich dort drahtlos und wunderbar. Ich habe deswegen so lange gezögert. Das ist so ein sogenanntes, wie nennt man das, Crowdfunding. Das ist also im Grunde genommen, da wird so ein Ding mal erstmal vorgestellt, bevor es überhaupt richtig produziert wird und wird gepriesen und vorgestellt und gesagt, was das alles Tolles kann. Und dann irgendwann, wenn genug Geld zusammengekommen ist, bekommen die, die da gespendet haben, erst einmal, bekommen das, wenn sie Glück haben, ein bisschen billiger. In Wirklichkeit ist das aber meistens gar nicht so. Naja, und dann kommt es halt auf den Markt. So war das auch bei Smart Mic Plus, Smart Mic Plus. Das wird mittlerweile von einer Firma, die nennt sich Sabine Tech. Hat nichts mit irgendeiner Jugendliebe von mir namens Sabine zu tun, sondern ist ein großes Unternehmen. Wer da alles zugehört, das wissen wir nicht, das geben die nicht preis. Aus China. Die sitzen in China, in Shenzhen. Shenzhen.
Shenzhen, die sitzen in Shenzhen, glaube ich, heißt das. Mein Chinesisch ist so fürchterlich eingerostet, sowohl das Mandarin als auch das eher volkssprachliche. Shenzhen, das ist eine Riesenstadt, gilt als der Brennpunkt, der Fokus der Hightech in China, liegt direkt gegenüber, nur von einem Fluss getrennt, von Hongkong. Naja, da kommen alle tolle Sachen her. Huawei produziert da und wer weiß noch wer. So, die haben das Mann dann auf den Markt gemacht und weil es, wie gesagt, auch echte Profis sind, auch Marketingprofis, die haben das beworben auf Deubel komm raus. Die haben das angeboten wie Sauerbier. Nee, eben nicht wie Sauerbier, sondern sehr, sehr professionell gemacht. Aber so professionell, dass ich monatelang es überhaupt nicht in Erwägung gezogen habe, mir sowas zuzulegen. Das schien mir dann doch nicht so ganz seriös. Ich mag das nicht, wenn mir da Gott weiß, wie Sachen versprochen werden, von denen ich nicht weiß, ob sie gehalten werden und so weiter und so fort. Naja, ich habe es dann doch getan, nachdem ich mir zwei Mikrofone hab schicken lassen und sie wieder zurückgeschickt habe, mit denen ich da das Smartphone per Kabel, Wire, verbinden konnte. Das haute nicht hin. Und zwar einfach deswegen, weil ich mache Videos fast ausschließlich, nicht immer, aber fast ausschließlich mit so einem Gimbal. Das ist so ein kleines Stativ, so eine Art Stativ mit Motoren drin, die Bewegungen ausgleichen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ich mag die Dinger. So, dann, wie gesagt, mit den Drahtgebundenen kam ich nicht klar. Die ließen sich da nicht dran befestigen ordentlich. Schade, es war von einer Weltfirma, Röde. Da habe ich gesagt, so, naja, 120 Euro sind nicht gerade Klimpergeld für einen armen Rentner, aber okay. Was tut man nicht alles? Hab mir so ein Smart Mic Plus bestellt. Und ich habe es nicht bereut. Warum? Weil ich Realist bin und weil ich mittlerweile doch so viel von Technik verstehe, dass ich nicht von so einem Gerät erwarte, was ja nicht gerade billig ist, aber eben auch nicht teuer, dass es so viel zu leisten vermag, wie zum Beispiel, nehmen wir Shure oder Sennheiser oder wie auch immer. Die Dinger, die kosten ein Vielfaches, diese Mikrofone. Die sind toll. Das hier genügt mir, habe ich jetzt festgestellt. Aber es funktioniert nur deswegen so gut und ich komme deswegen gut damit klar, weil ich Abstriche mache. Was das alles kann, das will ich hier gar nicht erst groß erzählen. Man steckt es sich an oder steckt es einem Interviewpartner an und kann loslegen. Das kommt gut rüber, das synchronisiert sich drahtlos, also über den an Blut. Zahn, Blauzahn, Bluetooth, funktioniert alles prima. Aber es hat natürlich auch Grenzen und, ich will nicht sagen Nachteile, aber Schwächen. Das alles funktioniert wirklich nur perfekt, fast perfekt, mit der hauseigenen App. Da muss man so eine App runterladen, speziell für dieses Mikrofon, auf sein iPhone oder sein anderes Smartphone. Android geht auch. Und da kann man dann alles Mögliche einstellen. Das ist sehr schön. Da kann man sogar Untertitel sich einblenden lassen, die durchaus brauchbar sind und die man dann auch exportieren kann, in einer anderen Schnittsoftware dann weiterverarbeiten kann. Zum Beispiel. Ja, aber es hat Grenzen, wie gesagt. Mit der App, mit der hauseigenen App von Sabine Tech, Sabine Tech. Da kann ich das alles machen, aber nur mit einer, naja, mäßigen Bildauflösung von, ich sag mal, 1080, glaube ich, ist die Grenze. Reicht, ist HD oder sowas. Aber ich kann die Framerate, die
Geschwindigkeit, in der Bilder aufgenommen werden beim Video, nicht besonders hochstellen. Die findet bei, je nachdem wie hoch ich gehe, mit der Bildauflösung, mit 30, teilweise nur mit 25 Frames per Second, also Bildern pro Sekunde, die das Ding dann aufnimmt, auf. Ansonsten nimmt es gut auf, aber es fehlen einige Sachen, an die ich mich mittlerweile gewöhnt habe mit meinem anderen Aufnahmeprogramm im iPhone. Das ist das Filmic Pro. Ich kann zum Beispiel, nur ein Beispiel, ich kann die Funktionen meines Gimbals mit dem hauseigenen von Smartmic Plus kann ich nicht nutzen. Das kann ich aber mit dem FilmTech Pro. Und vor allen Dingen, ich sagte es bereits, die Auflösung findet irgendwo ihre Grenzen. Ich habe mit meinem Lieblings, mit dem ich sonst arbeite, viel mehr Möglichkeiten. Gut. Kann man mit leben. Jetzt zum Beispiel habe ich, glaube eine Auflösung von 1080 und naja, das geht. Für ein Selfie reicht das allemal. Und ich kann mir nachher schön für Hörbehinderte Untertitel einblenden lassen, die ich exportieren kann, bearbeiten kann. Das werde ich auch mal versuchen. Soweit ist das alles ganz gut. Es funktioniert, es hält das, was es verspricht, aber es hält das nicht, was es nicht verspricht. Insofern ist das alles korrekt. Aber irgendwie ein Geschmäckle hat's schon. Das machen diese Start-up-Unternehmer gerne. Na klar, wenn ich mich darstelle, stelle ich mich auch so positiv wie möglich, wenn mir das überhaupt möglich ist, da. Bin ein toller Kerl, bin gut drauf immer. Naja, bin super intelligent sowieso und immer nett. Ja, stimmt irgendwo auch. Es ist so ähnlich mit der Werbung für das Smart Mic Plus. Vieles kann es nicht. Und da sind dann auch so Kleinigkeiten, die mich irgendwo ein bisschen ärgern. Ich mache das jetzt nicht ab, aber ich habe da so einen Puschel drauf, wie ihr seht. Das ist, um Windgeräusche zu vermeiden. Ich habe hier keinen Wind, aber ich habe das meistens drauf. Nebengeräusche rauszufiltern. Ja, erstens funktioniert es nicht so wie Profi-Geräte. Es gibt Riesenmikrofone, die haben dann so einen Oschi da drauf. Da kriegt jeder Hund, der es zum ersten Mal sieht, kriegt Zustände und flüchtet. Und die Amerikaner nennen diese Puschel, wie wir sie nennen, nicht ohne Grund. Dead Cat, die tote Katze. Nein, nein, es wird da keine Katze für getötet und es ist Kunststoff natürlich. Es ist alles Plaste und Elaste. Mein Tipp, wenn ihr nicht allzu hohe Erwartungen an so ein Ding habt, holt euch das. Der Preis ist meiner Meinung nach gerade noch so eben verschmerzbar. Ich schätze, es wird auch noch preiswerter werden. Zurzeit liegt es zwischen 120 und 130 €. Versand dauert tierisch lange. Das Ding kommt direkte Mang aus China. Ach so, noch was zu dem Puschel. Der Puschel, der ärgert mich deswegen so, nicht weil er nicht so wahnsinnig viel Wind abhält, Windgeräusche abhält, sondern vor allem, der ist offensichtlich von Asiaten mit ganz feingliedrigen Gliedmaßen, Fingern, konstruiert und gebaut worden. Ich mit meinen Pranken, meinen nordeuropäischen, kriege das Ding kaum drauf. Also ich brauche morgens immer erstmal eine halbe Stunde, wenn ich es runtergenommen habe, bis ich es wieder drauf habe. Irgendwann gelingt es mir dann doch. Ansonsten kann ich nichts Negatives über das Produkt sagen. Ich finde es ganz toll, gerade dieses drahtlose Übertragen vom Mikrofon zum Smartphone.
ist eine tolle Sache. Und die Qualität ist an sich, die Tonqualität ist gut, die Verarbeitungsqualität ist auch gut. Machen wir uns nichts vor. Also, meinetwegen, wenn ihr nicht allzu viel davon erwartet, kauft es. Macht mal. Ich hab's und bin eigentlich gesagt ganz froh. Bis dann, tschüss.